Hallo Leute und willkommen zu, ihr seht es schon, Maison Manga präsentiert Might RPG. Ich bin der Henrik und ich darf heute mal das Intro machen, worüber ich sehr froh bin. Und bei mir sind der René. Hallo. Und der Flo. Hallo. Und weil wir ja so riesige Nerds sind, machen wir heute mal das ultimativ Nerdige. Und zwar machen wir ein sogenanntes Pen and Paper. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ein Pen and Paper ist sowas wie ein Rollenspiel am PC, eine Visual Novel, was auch immer ihr wollt, nur dass man es halt mit Menschen spielt, auch nach festgelegten Regeln. Und wir spielen nach einem japanischen Regelwerk, und zwar dem Mate RPG, wie ihr bereits seht. Das Mate RPG handelt davon, dass einer der Charaktere, der Spielleiter, und das bin ich, und ich kann euch sagen, ich bin verdammt froh darüber, eine... Ja, natürlich bin ich froh darüber. Wartet mal, wartet einfach mal, bis euch Flo und René gleich über ihre Charaktere erzählen, dann werdet ihr wissen, warum ich so froh bin. Und dieser Spielleiter ist der Meister eines Maisons oder eines Hauses, einer Villa, was auch immer. Und die Spieler sind seine Mates und müssen dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Seht ihr jetzt, warum ich so froh bin? Und ja, Flo und René haben bereits Charaktere erstellt. Und ich würde sagen, bevor wir uns an die Regeln und alles machen, warum erzählt ihr nicht erstmal was über eure Charaktere? Ich erzähle danach auch ein bisschen was über meinen. Ja, gut. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze heute wird. Tja, also mir, du hast uns quasi hier den Zettel mehr oder minder gegeben. Jo, den Charakterbogen, den zeige ich auch genau, gleich euch, den Zuschauern. Den Charakterbogen, und hier in diesem Charakterbogen darf man eben lustige Sachen ausfüllen, die teilweise nur der Henrik mehr oder minder verstanden hat. Ja. Und teilweise sind die für uns auch teilweise logisch. Wie zum Beispiel meine Maido, da die ja alle weiblich sind, hat den wunderschönen Genderbänder-Namen Rena Silberstein, so wie sich das gehört. Sie ist 24 Jahre alt und ich weiß gar nicht so, was, also das Aussehen, ne? Ja, Aussehen, warum sie eine Maid ist, solche Sachen. Okay, sie hat regenbogenfarbene Augen, einfach weil sie es kann. Sie hat und silberne Haare hat sie auch, oder weiße Haare, dürft ihr euch aussuchen. Lass mich kurz überlegen. Ach ja, genau. Sie ist Maid in dieser Maison, nennen wir es jetzt einfach mal. Ja. Weil ja, sie die Familientradition Maid fortsetzt. Also die ganze Family, der ganze Stammbaum, alle waren Maids. Das ist ja super. Und sie hat sich gedacht, ja Mensch, dann muss ich das wohl auch werden. Gut. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Special Qualities auch noch vorlesen soll, oder? Ja, zur Erklärung, Special Qualities für die Zuschauer sind Sachen, die Maid besonders machen. Und René hat gleich zwei davon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, richtig. Ich habe die ultimative Kombination, die alles und jeden zerstört. Und zwar zum einen bin ich ein übertotaler Putzfreak, also es darf bei mir nichts dreckig sein. Und zum anderen bin ich eine Pyromanin. Das heißt, ich zünde gerne irgendwas an. Alles. Feuer ist das ultimative Säuberungsmittel. So sieht's aus. Und das war's eigentlich soweit mal. Ja, und der Flo hat natürlich auch einen Charakter. Ja, gut, also mein Charakter heißt Flora Prime Mark II. Ja, sie ist, was hatte ich gesagt, ja, 323 Jahre alt. Moment. Ihrer eigenen Auffassung nach. Jo, 323 steht auch hier auf dem Bogen. Ich habe ihn auch gerade auf hier für die Zuschauer. Jetzt denkt man natürlich, sie ist ein Vampir, aber das ist sie nicht. Sie ist ein Android, aber sie denkt, das weiß keiner, obwohl das ziemlich offensichtlich ist. Ja, sie hat blaue Haare und blaue Augen. Das passt natürlich sehr gut zusammen. man wird ja so gebaut, dass man so einigermaßen symmetrisch ist, ne? Nicht so wie diese ekelhaften Humanoiden. Ja, und sie hat ihre Special Qualities sind, dass sie halt ein Android ist. Und dass sie einen geheimen Job hat. Soll ich auch sagen, welchen? Oder? Ja, das kommt ja auch damit zusammen, warum du überhaupt meine Maid bist. Ja, okay, sie hat einen geheimen Job und das ist ein Auftragskiller, ein Assassin.
Ja, und du bist made, weil. Weil ich einfach da bin. Das ist das große Problem. Gut, dann kommen wir Ja. noch einmal kurz zu den Regeln. Die kennen jetzt Flo und René auch noch nicht. Und ich muss gestehen, ich kenne sie auch nicht ganz auswendig. Deswegen seht ihr jetzt hier auch gerade, wie ich noch mal kurz was nachschlage. Also dann. Ganz kurz, bevor ich hier jetzt zwischendrin immer wieder rein, weil mich wundert es gerade, ich sehe immer noch, also weil du vorhin gesagt hast, du zeigst den Zuschauern jetzt Ich irgendwas. habe das hier alles offen, ihr seht es nicht. Also Ah, Flo und okay. René sehen hier nur das, was die Zuschauer jetzt auch gerade sehen. Also immer wenn ich sage, ich zeige jetzt was oder ich mache jetzt was und ihr nicht sofort was seht, das ist dann für die Zuschauer. Hi. Okay. Weil du nimmst ja über Lokal auf, also das Richtig. ist Also ja. ich nehme meinen Bildschirm auf. Ich nehme nicht auf, was alle sehen. Im Grunde wisst ihr da draußen schon mehr, als wir je wissen dürfen, können, Genau. sollen. So ist das. Ihr seid Ihr meine betrachtet das Komplizen. Spielbrett von oben. Genau. Ihr seht ja später auch noch alles. Aber dann, wenn ihr mal eure Charakterbögen öffnen wollt, ihr seht da ja die Attribute, richtig? Also Attributes. Ja. Der Ja. Charakterbogen ist ja auf Englisch. Wenn ich sage, ihr sollt auf etwas würfeln, ihr wisst noch, wie ihr hier auf dieser wunderbaren Seite. Ach ja, übrigens, wir spielen auf einer Seite, die sich Roll20.net nennt. Die ist sehr gut für Tabletop-Rollenspiele und dergleichen. Also, wenn ihr mal online sowas spielen wollt, sucht nicht weiter. Roll20 ist die Seite für euch. Ihr wisst noch, wie ihr hier würfelt. Ja, Oh. Slash Ja. Roll, ne? Und dann Slash was? Roll irgendwas. 1D oder 2D oder 3D und dann die Anzahl der Augen des Würfels. Okay, Haben wir das. irgendwie welche? Wir nehmen Sechse oder was, ne? Jupp. Ja, Und gut. zwar läuft es wie folgt: Wenn ihr ein bestimmtes Attribut mal, wenn ihr ein Attribut benutzen wollt, sagen wir mal, Flora will eine athletische Tat ausführen. Sie hat Athletics 2. Dann würfelst du, Flo, ein W6, also einen sechsseitigen Würfel, und nimmst das, was du gewürfelt hast, mit deinem Attribut mal. Also sagen wir mal, du Ah, würfelst eine okay. 3 und du hast Athletics 2, dann ist es 6. Und wenn ich dann sage, ja, hast du geschafft, dann schaffst du, was auch immer du dir vorgenommen hast, und wenn nicht, dann nicht. Okay. Wenn du, ihr seht auch, Flo hat zum Beispiel Affection auf 0. Das heißt, Affection-Würfe kann er gar nicht schaffen, weil egal was er würfelt, mal Ist 0 immer ist es null. 0, richtig? Null mal null. Null Ja, geteilt durch null. also es ist sehr einfach im Vergleich zu anderen Rollenspielen. Und was noch dazu kommt, sind Kämpfe. Man kann in Mate nämlich kämpfen. Yay! Genau, jeder hat eine Waffe. Ihr seht zum Beispiel auf Flo's Charakterbogen, was er für eine Waffe hat, hier. Internal Weapons, ja. Richtig. Also Flo kann aus seinen Gelenken Maschinenpistolen wachsen lassen oder andere Scherze, was auch immer er lustig findet. Praktisch. Da wählt ihr dann euer höchstes Attribut. Bei Flo sind es 3. Der Gegner wählt ebenfalls sein höchstes Attribut. Beide würfeln, es wird multipliziert. Und wer höher würfelt, der zieht seinem Gegner Stress Points ab. Also notiert euch am besten, wie viele Stress Points ihr habt. Und zwar Stress Points in Höhe des Attributes. Also wenn Flo zum Beispiel gewinnt, dann zieht er seinem Gegner 3 Stresspunkte ab. Verstanden? Okay, also wenn der Nee. Gegner 3 Stresspunkte, also warte mal, die Gegner sind ja meistens nicht wir zwei Spieler, Ja, oder? also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich weiß, das ist jetzt am Anfang auch für die da draußen ein bisschen langweilig und theoretisch, aber im Spiel geht das dann sehr schnell, glaubt mir. Man muss es halt nur einmal gehört haben. Genau. Sagen wir mal, Flo kämpft gegen jemanden, der Athletics 2 hat und sagen wir einen Spirit von 10. Stellt euch das einfach mal vor. Und dann sagt Flo, okay, weil ich Internal Weapons benutze und weil Skill mein höchstes Attribut ist, benutze ich Skill. Und ich sage, okay, der Gegner hat alles auf 2, also ist es egal, was er nimmt. Dann würfeln wir beide. Sagen wir jetzt mal, beide würfeln eine 2. Dann habe ich multipliziert mit 2 4 und Flo hat 6. Flo gewinnt also. Soweit klar? Ja, ungefähr. Dann fügt Flo seinem Gegner Schaden zu, und zwar in Höhe des verwendeten Attributes, in diesem Fall 3. Es wird höchstwahrscheinlich immer 3 sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Flo sagt, okay, ich versuche meinen Gegner mit Affection zu besiegen, weil das hat er auf 0. Ja, Das ist ein genau. bisschen schlecht. Hätte der Gegner gewonnen, weil er höher gewürfelt hat, dann würde Flo 2 Stresspunkte verlieren, weil der Gegner Attribute von 2 hat. Ist das soweit verständlich? Also wenn ich versage bei meiner Attacke, dann kriege Jupp. ich meinen Damage. Ich Okay. kann euch auch so Stresspunkte abziehen, wenn ihr zum Beispiel was falsch macht. Also wenn ich als Meister sage, zum Beispiel, du bist eine schlechte Maid,
dann könnt ihr auch Stresspunkte abgezogen bekommen. Und wenn ihr keinen Spirit mehr habt, wenn Flo zum Beispiel 20 Stresspunkte erlitten hat, dann kommt eure Stress Explosion zum Einsatz. Okay. Also bei der Stress Explosion muss euer Charakter sich dann so lange, bis ich sage, dass ihr wieder ein bisschen Spirit aufgebaut habt, dementsprechend verhalten. Flo zum Beispiel hat Spoiled Child, demzufolge müsst er sich dann wie ein verwöhntes kleines Kind verhalten. Dann gibt es noch zwei Sachen. Zum einen gibt es eure Mad Power. Eure Mad Power schreibe ich euch am besten gleich mal jeweils. Das können die Zuschauer dann ja auch sehen. Oder wobei, ich kann sie euch auch sagen. Und zwar, Renés Mate Power ist automatisch. Immer wenn René Stress eigentlich nehmen müsste, beispielsweise weil im Kampf oder wenn ich ihm sage, dass er eine schlechte Maid ist, du bist eine schlechte Maid, René übrigens, dann nimmt er automatisch einen Stresspunkt weniger, weil er extrem abgehärtet ist. Und Flo hat die wunderbare Fähigkeit, wenn er einen Cunning gegen Athletics-Wurf nach den Kampfregeln, wie wir das vorhin hatten, gewinnt, das muss er vorher ansagen, kann er seinem Gegner die Kleider vom Leib reißen. Und als allerletztes gibt es noch Favor. Das ist für Flo jetzt uninteressant. Flo hat nämlich keinen Favor. Aber mit Favor könnt ihr verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel könnt ihr Stresspunkte reduzieren. Moment, ich habe hier sogar eine Liste. Ihr könnt ein zufälliges Event passieren lassen oder ihr könnt eure Attribute verbessern. Das müsst ihr aber vorher ansagen. Also zum Beispiel, ich versuche jetzt mit Athletics irgendwas und ich setze Favor ein, um das zu erhöhen. Favor vergebe ich übrigens ebenfalls. Also wenn Flora zum Beispiel ihre Arbeit gut macht, kann Flo doch noch ein bisschen Favor bekommen. Oh. Okay. Soweit klar, hoffe ich. Falls das euch den Zuschauern nicht klar ist, ihr könnt ja zurückspulen und es euch nochmal anhören. Oder ihr könnt mit uns jetzt das ausspielen. Genau, es wird nicht das erste Mal sein, wenn wir da jetzt noch eine Frage stellen. Wir machen das alle zum ersten Mal, deswegen. Habt ihr denn soweit irgendwelche Fragen, ihr zwei? Oh, wird wohl irgendwie so funktionieren. Was mich ein bisschen verwirrt ist bei diesem Roll, also bei dem Würfelrollen. Ja. Roll, da steht eben halt so Sachen wie 2D4 plus 5 als Beispiel. Warum D? D also, steht für, das ist ja eine englische Seite, D steht für Dice. Ach so, und W ist für Würfel. Oh, richtig. Okay. Ja, ich also, sag W, ja. Weil ich bin mit deutschen Regelwerken aufgewachsen, ja, demzufolge. Ja. Okay, D ist W, alles klar. Richtig, Dice beziehungsweise Würfel. Ja, ich schreibe euch das Kommando auch nochmal eben auf. Ja, genau, das ist gut. Ja, ihr seht hier. Wir würfeln jetzt aber immer mit einem Sechser, oder gibst du da auch noch eine andere? Ja, es gibt noch andere, aber ja, wenn das soweit ist, sage ich euch Bescheid. Mhm. Okay. Na, okay, das funktioniert doch mit Leerzeichen, verdammt. Dann muss ich es euch kurz in Skype schreiben. Nee, also 1D6 oder was? Nee. Da seht ihr es. Hier. Also Roll, okay. Also ein Würfel und dann die Seiten. Ja, genau. Okay, gut. Ist eigentlich ganz einfach. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Maison. Juhu! Oh Gott. Ihr müsstet sie jetzt auch sehen. Also nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihr. Ein Teehäuschen sehe ich, ja. Ja. Also dann würde ich sagen, erzähle ich euch erstmal noch ein bisschen was über meinen Charakter. Mein Charakter, ich habe ihn auch nach den Regeln des Mate-RPGs erstellt, ist ein 12-jähriger Junge, der ein extrem begabter Musiker ist und aus diesem Grund das Geld hatte, sich diese riesige Maison hier zu kaufen. Und er hat sich auch gleich zwei Mates angestellt. Beziehungsweise eigentlich hat er sich nur eine angestellt und irgendwann kam eine andere dazu, von der er nicht so ganz weiß, was die will. Ihr seht schon, die Maison ist sehr groß. Hier ist ein kleines Teehäuschen, das Flo gerade schon gesehen hatte. Ihr seht hier auch die Linien. Das bedeutet, dass die Treppe dahin führt, wo die Linie zeigt. Ich stelle dann erstmal eure beiden Charaktere hin. Und zwar teilt ihr euch ein Zimmer auf mein Verlangen. Ey. Flo, siehst du dich? Ja, unten. Genau. Ihr beide teilt euch, wie gesagt, ein Zimmerchen. Und der Meister schläft natürlich hier ganz oben im Doppelbett. Well, of course. Natürlich. Also das hier alles... hier das Ockerfarbene, das sind Wege. Ich denke, es erklärt sich relativ von selber, was drinnen und was draußen ist, ne? Ja. Gut, und was ich natürlich auch noch machen kann, was ich ganz vergessen hatte, noch zu erwähnen, ich kann zufällige Ereignisse auswürfeln, um den Spielfluss aufrechtzuerhalten.
ein bisschen interessanter zu machen. Richtig. Also dann, sofern keine Fragen sind, würde ich sagen, können wir anfangen. Let's go! Es ist ein früher Morgen in der Maison Manga. Der Meister schläft noch. Die beiden Maids müssen bereits aufstehen, ihr Wecker klingelt nämlich, und sie müssen natürlich dem Meister erst einmal das Frühstück machen. Aber wie das halt so ist, nichts kann einfach mal so passieren und deswegen passiert etwas. Was passiert? Oh nein. Oh, einer von euch beiden? Mal sehen. Ja, Flora wacht auf und findet sich in Mugis Körper wieder und umgekehrt. Du bist Mugi, ne? Ja, ich bin Mugi. Ja. Yeah. Also der Meister Okay. heißt Mugi. Mit anderen Worten, ich wache auf und stelle fest, ich stecke in einem Maid-Körper. Was ist da Oh. passiert? Und du Und ich wachst auf und stecke stellst in. fest, du steckst in einem männlichen, menschlichen, 12-jährigen Körper. Ich stecke im Körper eines kleinen Jungen, verdammt. Was, meine Schaltkreise müssen durchgebrannt sein. Ich lege mich wieder zurück und schlafe weiter. Ich wache auf, gucke mir erst einmal an mir runter, betaste mich, merke, dass meine Brüste aus Metall sind, verdammt, und gucke dann zu René, also zu Rena. Der Wecker klingelt übrigens. Ich Ja, gucke Rena etwas irritiert an. Rena? ich bin es nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Du bist eine Maid, du musst früh aufstehen. Ja, stimmt, richtig. Was macht man denn so? Ach, ich meine, ich weiß, was man als Maid macht, aber theoretisch gesehen, was macht man als Maid als erstes im Du Morgen? müsstest erstmal aufstehen, dich wahrscheinlich anziehen. Ich denke mal nicht, dass du in deiner Maid-Uniform schläfst. Und dann, ja, In der erstmal das Tat. Frühstück machen und dann hoch zum Meister, um ihn zu wecken. Okay. Ich renne jetzt einfach raus und merke, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die Küche ist. Die Küche, das wird dein Charakter allerdings wissen, die ist, Okay. wo hatte ich die hingelegt? Ach ja, genau, die ist, hier. Wenn du mal das, du müsstest ein Blinken auf der Karte sehen. Ah, okay. Dann laufe ich da mal hin. So, ich Du hast bin. deine Uniform nicht an. Ja, ich möchte es halt ein bisschen erotischer machen. Nein, verdammt, ich habe mich natürlich vorher angezogen. Da habe ich Nein. fasziniert zugeguckt. Ja, Ja. weil ich das ja nicht weiß, ne? Und Ja. so. Ja, jetzt mache ich was zu essen. Was macht man denn so morgens? Ich sehe da, Spiegeleier, ja, gebratenen Speck. Spiegeleier, Ich würde da liegt ein sagen, Fisch. ja, da würfel mal auf Skill. Um Ja, zu gucken, ob du gut gute kochen Idee. kannst. Ich unterdessen bin total irritiert, merke aber, wo ich bin und renne hoch. Ich kenne ja meine Maison und gehe daher erstmal hoch, um mit Flora zu reden. Weil die muss ja. Okay. Demzufolge renne ich jetzt hier erst einmal. So, hier hoch. Kurze Frage, wenn ich jetzt auf Skill würfle, was muss ich da jetzt nochmal genau machen? Du würfelst erstmal einen sechsseitigen Würfel Okay, ja. und multiplizierst das dann mit deinem Skillwert. Also nimmst es mit deinem Skillwert mal. Oh Gott. Und Würfel dann. erstmal. Also Multiplikation mit Achso. höchstens 4 dürfte relativ einfach sein. Wie viel hast du in Skill? Wobei, Moment, ich kann ja nachgucken. Warte René mal. hat einen Skill von 1. Genau richtig, das heißt. Mit anderen Worten, dein Ergebnis einfach nur. Würfel einfach einen sechsseitigen Würfel mit dem Kommando, was ich dir in Skype geschickt habe. Ja, okay, gut. Dann. Nee, was? Irgendwas nimmt er nicht an. Muss ich. Ach so, ja, Leerzeichen. Sorry. So, und dann ein D6. Was? Was genau nimmt er nicht an? Okay, warte mal. Nee. Du musst rollen, weil Roll. Slash Roll, ne? Also. Ja, Genau, Slash Roll, Slash Roll. dann ein Leerzeichen. Genau, das hat gefehlt. Gut, dann müsste das so jetzt Jupp. hat. Okay. Okay, der Wurf ist 2. Dir verbrennen die Eier. Und du nimmst, also die Frühstückseier, nicht deine Eier. Und Ich bin ja weiblich. du nimmst 3 Stressschaden, weil du das Frühstück verbrannt hast. Okay.
Das ist natürlich Ja, schlecht. du hast einen Spirit von 30, also ist nicht so dramatisch. Jetzt hast du nur noch 27. Unterdessen. Aber ich habe doch diesen Ja, Persistence. du hast Persistence, mit anderen Worten, du nimmst nur 2 Schaden. Genau, also ich kriege einen Gesamtschaden mit Stress und darf dann einen davon abziehen. Richtig. Alles Jetzt musst du klar. natürlich, du müsstest jetzt natürlich, du hast ja verschiedene Attribute. Du hast zum Beispiel Will relativ hoch, du hast Affection relativ hoch. Du könntest zum Beispiel versuchen, jetzt ganz lieb zum Meister hochzugehen und so, heute gibt's kein Frühstück, tut mir leid, und dann auf Affection würfeln. Das wäre eine Möglichkeit. Oh. Aber ja, unterdessen klopfe ich an die Tür. Mit anderen Worten, Flora, in meinem Körper hört jetzt, dass jemand sehr energisch an ihre Tür klopft. Also klopf, 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 ne, Jupp. genau, ja. Poch, poch, poch. Aufmachen! Bäh, was soll der Lärm? Hau ab. Dann würfel ich mal in deinem Körper auf Athletics, ob ich die Tür aufgetreten kriege. Okay, das sind 4. Da hier keine dicken Türen sind, reicht das aus. Ich trete die Tür auf und ja, Flo, du siehst, dass du selber vor dir stehst und zwar splitterfasernackt. Heiliger Megabyte, ich wurde dupliziert. Das ist gar nicht mal so schlecht für meine Pläne. Wir sollten uns zusammenschließen. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Du bist nicht dupliziert worden, du steckst in meinem Körper, du Idiot! Dann gucke ich an mir runter. Ja, Das du war jetzt siehst auch nicht so toll. einen knabenhaften Körper, der in einer Boxershort steckt. Und ich würde sagen, weil der Stressschaden ist ja geistig, du nimmst 2 Stressschaden. Bäh. Alles klar. 18. Ja, soll ich da noch reagieren oder Würde ich ist das sagen. schon okay? Ja, toll. Ich stecke in einen menschlichen, schwachen, humanoiden Körper. Du redest hier immer noch von Verdammt. meinem Körper. Zeig ein bisschen Benehmen, du bist immer noch meine Maid. Ich will aber meinen Körper zurück. Glaubst du, mir Ich gefällt habe das? eine Idee. Wir nehmen jetzt 2 Meter Anlauf und rennen aufeinander zu. Ich gucke dich etwas irritiert an. Das ist die blödeste Idee, die ich jemals gehört habe. Probieren wir Das es. habe ich aber mal im Fernsehen gesehen und das hat auch funktioniert. Okay, ich nehme Anlauf. Nimmst du auch Anlauf? Ich kann den gar nicht Moment, bewegen. dann, ja. Okay, Rena fliegt hier gerade rum. Ah, okay, Rena versucht. Okay, dann würde ich sagen, kommt Rena gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Flora und der Meister aufeinander zurennen und ineinander krachen. Rums. Und jetzt würde ich sagen, liegen beide. Moment, ich mache jetzt mal wieder ein Feld zurück. Beide liegen bewusstlos am Boden. Mit Kreiselaugen und einem Klischee. Geil. Ja, und ich habe dabei ein Bluescreen in den Augen, also mein Körper. Okay, das ist noch besser. Okay, was passiert hier? Erst funktioniert es mit dem Kochen nicht und dann rennen die sich die rüber ein. Okay. Okay, ich bin eine Maid. Eine Maid muss Immer ihrem zuerst um den Meister Meister. Der gehorchen. Meister hat Immer zum Priorität. Meister. Zum Meister, zum Meister. Ich wollte eigentlich lieb fragen wegen, ne, und so, aber das kann ich ja jetzt vergessen. Ja, Du was bist meinst ja du, worauf ziemlich. würdest du würfeln, um deinen Meister wieder zur Besinnung zu bringen? Und vor allem warum? Ja, das ist jetzt natürlich. Du könntest es mit einem Kuss versuchen, das wäre Affection. Du könntest ihn einfach schütteln, das wäre Luck. Du könntest versuchen, irgendwie dich aus irgendwas zu erinnern, was du mal in einem Medizinbuch gelesen hast, das wäre Cunning. Also sei kreativ. Ihr könnt mir immer begründen, warum ihr gerade dieses Attribut benutzen wollt. Okay, gut, dann probiere ich einfach mal Affection, weil erstens bin ich da ziemlich gut und zweitens bin ich ja die pure Reinheit und deswegen ist Oh. ein Kuss für mich was ganz Normales. Okay, dann Okay. bitte, würfel mal auf Affection. Ja, One Dice 1d6, genau, X? und dann mal 3. X3, ne? Dann quasi. Nee, das musst du leider im Oder? Kopf rechnen. Das nimmt uns Roll20 leider nicht ab, also Multiplikation müssen wir leider selber machen. Also ich roll jetzt einfach mal den Dice normal und dann mache ich Jupp. das Ganze. Okay. Oh, Wow. 3. Du gibst dem Gut. Meister ein kleines Küsschen auf die Wange, aber nichts passiert. Ja, scheiße. Ich hab's aber wenigstens versucht. Ja, you Ich habe tried. getan, was ich konnte. Jetzt, Tschüss. Flora, mach du Nein, doch mal nein, einen Luckwurf.
Ah, gute Idee. Also ich habe ja drei Wollte Luck. ich jetzt gar nicht, egal. Ja, macht nichts. Jetzt weißt du auch, wie man diesen tollen Ping macht. Oh, also mit unserem ganz normalen Würfel, Jupp. ja, hier Sechser würfeln, ne? Genau, und das, was Normal. du würfelst, dann mal drei. Okay. 1D6. Okay, auf was würfelst du gerade, Flora? Auf Luck. Eins. Einmal drei ist drei. Okay, du merkst, du hast einmal so ein kurzes Flackern, du siehst kurz die Decke, aber danach versinkst du wieder in Bewusstlosigkeit. Verdammte Und Scheiße. da ich ja auch meine Werte habe, Moment. Achso, ich wollte jetzt gerade was machen, aber. Ja, dann mach. Ja, also ich würde jetzt versuchen wollen, den Meister, weil da ja mehr oder minder vorm Bett liegt, ihm vielleicht ins Bett zu legen, weil er bewusstlos ist und Oder so. du haust ihn eine Ohrfeige mit Drench. Nee, gibt's ja Nein, gar ich nicht, bin ne? Athletics wäre das. Athletics, genau. Was ist mit Tragen? Kann ich das ganz normal Das oder kannst du muss ich da ganz würfeln? normal. Also. Dann trage ich Jo. den Meister mal ins Bett und so, ne? Oh. Und ja, nein, das ist nebendran schlafen. So. Okay, dann. Ja, ich würde sagen, Ja. jetzt kommt Flora wieder zu sich und du merkst, dass du immer noch nackt auf dem Boden liegst. Also deine Idee hat tatsächlich geklappt. Nur ist der Meister jetzt leider bewusstlos und hat eine fette Beule. Anscheinend hat mein Plan funktioniert. Und betrunken ist er auch noch. Aber irgendwie sind meine Schaltkreise am Einfrieren. Ich sollte lieber wieder zurückrennen und mich anziehen, bevor ich noch auffalle. Bevor noch auffällt, dass du ein Cyborg bist, ne? Genau, das sollte. Ich denke ja übrigens, dass das keiner weiß, Ich genau. gehe in Richtung Flora und frag sie, ey, nicht abhauen, ey, stopp! Was willst du von mir? Was ist denn, ich will jetzt hier mal wissen, was hier passiert ist. Ich meine, ich komme hier rein und ihr haut euch die Rübe ein. Das muss einen Grund haben. Warum tut eine Maid ihren Meister angreifen? Sowas verstehst du nicht, Mensch, Kollegin. Ich muss los, ich muss mich anziehen. Okay, das heißt, du ignorierst mich quasi. Genau. Schwein. Cyborg. Schweine-Cyborg. Okay, Ich ich bin eine bin Mischung etwas aus Linux, verdutzt. Apple und Windows. Das geht mal gar Ich bin nicht. verdutzt, verwirrt So, und ich bin jetzt am Schrank und ziehe denk meine. mir jetzt einfach mal, ich gehe zurück zum Meister, weil, ja, keine Ahnung. Muss ich Okay. das Anziehen Hieß. auswürfeln? Am Nö. Ende ziehe ich mich noch verkehrt rum an Nö, oder du so. schaffst es, dich anzuziehen. Okay, Dann sehr schön. versucht Rena ihn denn nochmal aufzuwecken. Das gleiche nochmal, ne? Ja. Wenn du es wieder mit dem Kuss versuchst, dann ja. Ach so, ja, für Gott, wie weckt man solche Leute noch auf? Ich bin gerade so unglaublich kreativlos. Kreativitätslos meine ich. Warte mal. Nee, das ist zu schwach. Also Affection ist einfach meine Stärke, deswegen würde Ja, ich jetzt eben. einfach mal sagen. Ich bin mittlerweile wieder zurückgelaufen, Du, um zu gucken, als was hier ob. passiert. Ja, klar. Ja, also Das sechs. klappt schon besser. Du gibst ihm wieder ein Ja? Küsschen und du merkst, die Augenlider flattern und der Meister wacht langsam auf. Oh mein Rena? Gott. Meister? Er streckt ganz langsam die Hand aus. Rena, wo ist mein Frühstück? Ich hab Hunger! Ah, verdammt! Sorry, Meister, ich habe das total vergessen und jetzt muss ich Ja, jetzt Affection musst du mit. wieder Affection, damit ich dir verzeihe. Verdammt. Du Roll. kannst auch einfach Pfeiltaste nach oben, dann ist deine letzte Aktion steht da. Ach, das ist ja mal. Wow! Oh! Oha, das heißt, ja, Du oder? machst große, runde Kuhaugen, guckst ganz lieb, beugst dich vielleicht auch noch ein bisschen vor. Ja, Ist bisschen schon Vorbau habe okay, ich. Rena, kein Problem, alles in Ordnung. Ja, danke schön. Ich verspreche dir auch, dass heute Abend das Abendessen voll toll wird. Habe ich Okay. so beschlossen. Ich gucke dann etwas misstrauisch zu Flora. Und was machst du hier? Ich bin nur hier, um Ihnen zu sagen, was gerade passiert ist, war nur ein Traum. Tschüss. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal alle frühstücken. Okay, wo ist denn das Auch, Esszimmer? Moment, ich gehe vor. Hoppala. Oh, ups. Machen wir das Ich Ganze stehe eigentlich an der irgendwie. Treppe und stelle meinem Meister ein Bein. Okay, dann bitte mal Athletics. Scheiße. Athletics war bei mir Ich stehe 2, im ne? Stau. Okay. Ich würfel natürlich Roll. auch. Ich 1 bin D noch ein bisschen, brauche noch ein 2. bisschen die Treppe hochlaufen, ist Okay, anstrengend. da ich einen Athletics-Wert von 1 habe, musst du über 4 kommen. Verdammt.
Das wird wohl nichts. Ja, ich hüpfe drüber weg und gehe weiter. Okay, ich sag, krieg ich Schaden, oder? Nö. Ich, okay, ich kämpfe ja nicht zurück. So, hier, wo ich jetzt sitze, ist das Esszimmer. Ah, okay. Wow, Moment. Es gibt mir hier zu viel. So, ja, achso, ja, ihr, achso, Frühstück gibt's ja jetzt keins. Deswegen sitze ich da jetzt auch und puste die Wangen auf und warte drauf, dass mir eine meiner Mates endlich mal was zu essen macht, hallo? Flora ergreift Initiative und versucht das Essen zu machen. Okay, dann bitte auch mal ein Skillwurf. Wo ist denn die Küche hier? Also ich kann ja aus meinen Internal Weapons auch einfach eine Kuchenmaschine zaubern oder sonst was. Indeed. Ja, kannst du natürlich auch machen, aber die Küche wäre hier, wo ich dich jetzt hingezogen habe. Achso, ich dachte, das wäre eine Toilette. Nee. Eigentlich soll es wohl eine sein, aber ich habe es zur Küche umfunktioniert, weil es so keine gab. Aber ja, dann musst du auf Skill würfeln. Na, Flora kippt die Kuchenmischung in die Toilette oder so. Also auf Skill. Jop. Das kann man sogar einfach wiederholen. 1d2, 6, ne? Oder? Jop, 1d6. 1d2 kannst du auch würfeln, aber... Okay, 2x3. Das 6. sind 6. Okay, du schaffst es, zumindest ein halbwegs akzeptables Frühstück hinzubekommen. Okay, dann gehe ich los und serviere das. Yay. Ich finde, ich möchte gerne mal gucken, was so auf diesem Tisch steht. Vielleicht ist da irgendwie eine Kerze oder ein Feuerzeug oder sowas. Ich hab nämlich mein anderes Feuerzeug verloren und Rena hat halt so einen besonderen Bezug zu Feuerzeugen und die braucht immer eins bei sich, weil sonst fühlt sie sich nicht wohl. Deswegen sucht sie ja auch überall nach dem Feuerzeug. Okay, weil dann deswegen ist sie auch so ein bisschen komisch drauf. Heute. Dann würfel mal auf Luck, bitte. Okay. Also, ob du so viel Glück hast, dass hier zufällig ein Feuerzeug liegt. Nein, du hast leider kein Glück. Ich habe zur Not eins eingebaut. Verdammt. Hast du mal Feuer, ja. Verdammt. Ja, jetzt fühle ich mich halt nicht gut, ne? Ich habe kein Feuerzeug gefunden. Tja. Verdammt. Auf jeden Fall. Dabei sehe ich doch, dass der Meister dreckig im Gesicht ist und das lässt mir keine Ruhe. Deswegen gehe ich jetzt in die Küche, ohne irgendwas zu sagen. Ich renne wie wild und suche nach einem Lappen oder sowas. Ja, einen Lappen wirst du auch finden. Der Meister unterdessen isst ganz glücklich natürlich sein Frühstück. Während Flora ihn dumm anstarrt. Kannst du das vielleicht lassen? Das ist mir irgendwie nicht geheuer. Okay. Ich dachte, jetzt kommt, nein. Weil ich esse ja nichts. Das ist ja ein bisschen... Ja, du täuschst es vielleicht ab und an mal vor, aber... Gute Idee eigentlich. Ich muss ja meine Tarnung, in Anführungszeichen, aufrechterhalten. Deine Tarnung. Okay, ja, René, du findest ein Tuch. Küchentuch. Sauberes Tuch ist ein sauberes Tuch. Ein sauberes Tuch macht sauber. Meister! Ja? Sie haben Dreck im Gesicht und das sieht Ihnen nicht würdig aus, Meister. Darf ich diesen Fleck wegputzen? Ich hebe leicht das Kinn, damit du mir das wegputzen kannst. Ding! Sehr schön, weil du den Meister sauber gemacht hast, gibt's einen Favorpunkt. Juhu! Als ich dann mein Essen beende, erkläre ich euch dann, ich werde heute Abend zu einer Konzertreise aufbrechen. Was? Konzert? Der junge Meister ist ja ein extrem begnadeter Musiker. Dadurch hat er sich ja das ganze Anwesen hier leisten können. Flora fragt, ob es um Death Metal geht. Nein, ich spiele klassische Musik, nicht dieses barbarische Zeug. Ist ja langweilig. Meister, wollen Sie nicht uns etwas vorspielen? Ich würde so gerne ein Stück von Ihnen hören. Na gut, weil du es bist. Dann, dann gehe ich erstmal meine Violine holen, die nur ich holen kann. Und während der Meister weg ist, steht ihr euch gegenüber. Düdüm. Und mal sehen, was passiert. Schleimer. Wieso? Ich tue nur das, okay, irgendwie hört ihr auf einmal das Rauschen eines Lasters und ein lautes Krachen. Oh, so, Moment, ich muss... Oh mein Gott, was war das?
Also hast du ein Ereignis gewürfelt, ach so. Jupp. Ach so. Genau. Genau das habe ich gemacht. Eine Sekunde, ich guck mal gerade, ob ich ein Rasterteil finde. Also ein Token. Ich weiß nicht, wie das passieren soll, aber. Oh ja, tatsächlich, es gibt Ja, ein Trucks. Laster ist von der Straße abgekommen und ist ins Haus Der ist einfach da reingefallen. Oh, sogar ein Militärtransporter. Natürlich. So, jetzt hat auch eine angemessene Größe. Nicht, dass er. Okay, ja. Wenn ihr. Ich möchte mal dazu anmerken, dass es leicht morbide ist, aber mir gefällt's. Ich finde es gut. Ich finde das sehr random. Das ist gut. Warm, Indeed. warm, Ja, warm. er rollt nochmal drüber, Er genau. fährt noch ein paar Mal, genau, er fährt nochmal So. zurück und. So, Ja, also. was war das für ein Geräusch? Wir sollten das lieber Ja, nachvollziehen. ich geh mal dahin jetzt. Also, Ja, weil ich auch. das Ich war ein bisschen renne Rena merkwürdig jetzt, das hinterher. Geräusch. Verdammt. Ja, ihr seht So. dann, dass ein Laster durch die Wand gebrochen ist und der Meister darunter liegt. Verdammt, das ist die Armee. Die suchen doch nicht etwa nach mir. Meister, Meister, was ist. Geht's Ihnen gut? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Flora erkundigt sich, ob der Fahrer in Ordnung ist. Aber sie sieht keinen Fahrer. Nee, der Fahrer scheint bewusstlos zu sein. Ach so, okay. Rena dreht durch. Sie weiß, sie ist noch mehr oder minder Anfängerin in Maid-Sachen und jetzt hat ihr Meister ein gebrochenes Bein und sie weiß nicht mehr, sie hat ganz große Probleme im Moment Und sie und hat kein rennt im Kreis. Feuerzeug. Und sie hat kein Feuerzeug. Das ist das Schlimmste. Sie hat kein Feuerzeug. Hätte sie ein Feuerzeug, würde sie das durchaus beruhigen. Würde sie den Und Laster das. anzünden oder den Meister, je Ja, nachdem, was das Problem brennt erledigt. er ja Ich schon. würde sagen, ihr beide, nee, wobei ich sage mal, Flora nimmt zwei Stresspunkte, weil das ein klein wenig erschreckend war und weil Rena sich hier so viele Sorgen macht, nimmt sie fünf, beziehungsweise vier. Okay, dann habe ich ja jetzt nur noch 16. Moment, 4 Spirit-Punkte weg, oder was? Ja, also du würdest Fünf, eigentlich ja. fünf nehmen, aber Ach so, weil du ja, so tough genau. bist, nimmst du nur vier. Und jetzt ja, jetzt liegt der Meister da unter einem Militärlaster begraben, kann nicht nach vorne, nicht zurück, der kann auch anscheinend nicht weggefahren werden. Er kann auch anscheinend nicht wegfahren, weil der Fahrer ja bewusstlos ist. Und der Meister liegt da und windet sich vor Schmerzen. Flora versucht weiterhin den Fahrer aufzuwecken. Okay, dann würfel mal auf Skill bitte. Auf Skill 3, ne? Jupp. Hatte ich? Ja, genau. Also Okay, ein das mal Sechser und wieder. das mal drei multiplizieren. Wow! Ja, heilige Okay, du rüttelst den Scheiße. Fahrer einmal kräftig und er wacht auf. Was? Was ist los? Was ist passiert? Ja, Flora stimmt ein High Five mit dem Fahrer an. Aber. Etwas irritiert gibt er in der High Five, bis er dann. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? In der Maison Manga. Panik, 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 Definitiv. Panik. Der Name wird sich vielleicht verwundern, aber Panik, Panik, meine Panik. Kollegin wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Wagen etwas zurücksetzen würden. Obwohl, von Panik, mir aus Panik, können Sie auch Panik. etwas vorwärts fahren. Panik, Panik, Panik. Panik, Panik, Panik. Okay, der Fahrer scheint sich eher an Renas Grundsatz zu Ja. halten. Er fährt jetzt nicht über dich, ich mache es nur, damit ich den hier zurücksetzen kann. Fährt zurück. Ja. Da ist jetzt natürlich ein riesiges Loch in der Wand. Und Mugi liegt da immer noch und hält sich das widerlich verdrehte Bein. Ah, mein Bein! Mein Bein! My leg! Meister, Meister! Ich denke mir still und heimlich in meinem Kopf, wie beschmutzt und dreckig dieses Bein noch ist und wie sehr es eigentlich eine Putz-Session gebrauchen könnte, dieses Bein. Aber ich leider keinerlei Möglichkeit habe, dies zu reinigen. Und deshalb, ja, bin ich immer noch ein bisschen in Panik. Du rennst immer Ich noch kann hin mir und im her. Moment, ich kann mir im Moment nicht helfen. Ich versuche es die ganze Zeit. Ich versuche jetzt schon im Dreieck, sage ich schon, im Zickzack zu rennen, damit vielleicht eine Idee kommt. Okay, dann würfel doch mal, was sagen wir? Ja, würfel ruhig mal auf auf Cunning. Vier. Ich weiß ja jetzt nicht, ja, vielleicht solltest du erst einmal entweder einen Arzt anrufen. Oder aber ihn den Meister ins Bett legen und dich selber um ihn kümmern. Das wäre, das könnte, da könntest du ja deine Affection ausspielen oder so. Okay.
Ganz ruhig. Was macht eine Maid an in diesem Sinne? Oh, komm, denk nach, denk nach, denk nach. Ja, das Bein ist dreckig. Nein, nein, hör auf. Das Bein ist kaputt. Kaputt. Ich rufe den Notarzt an oder sowas, wenn es das in Japan gibt. Ich weiß es nicht. Gibt es ja. Egal. Ja, Flora irgendwie versucht sowas. Rena aufzuhalten Oh, und mein Gott. fragt sie erstmal, wie werden wir den Notarzt erklären, dass ein Militärtransporter in unser Haus reingekracht ist. Vor allem, da das Militär das sicher vertuschen wird. Um Erklärungen können wir uns später kümmern. Wir müssen jetzt erstmal dem Meister helfen. Flora geht weiter zum Fahrer, und der immer noch total verdutzt ist und fragt Ja. ihn, ob er nicht helfen kann. Und Rena sucht ein Telefon. In der Maison befinden sich, Moment, ich zeig's mal an, hier ist ein Telefon. Bestimme ich jetzt einfach Okay. mal. Also Rena ruft den Notarzt. Und Flora darf sich eine lange und breite Erklärung darüber anhören, dass er verschiedene Güter transportiert und anscheinend, keine Ahnung, Sekundenschlaf oder sowas hatte. Er ist einfach Genau. total von der Straße abgekommen. Okay. Er Ja, wird. hallo Notarzt. Ja, der Notarzt wird auch bald kommen. Sehr Keine schön. Sorge. Also der ist schon auf dem Weg, kurz nachdem du angerufen hast. Dann geht Rena wieder zum Meister zurück. Und ich lege in der Zeit dem Fahrer nahe, dass er lieber den Schauplatz verlässt, wenn seine Mission nicht auffliegen soll, sein geheimer Staatskram. Er scheint über diese Ausrede, die du da präsentierst, sehr froh zu sein, weil dann ist es ja keine Fahrerflucht mehr. Und der Wagen fährt weg. Und ja, Mugi Muss liegt da ja auch immer noch und meinen. hält sich das Ja. Bein und wimmert. Ich gehe. Flora, 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 wir müssen dem Meister helfen. Komm, pack mal mit an. Ich schaffe das nicht alleine. Ja, okay. Dann Ich nehme würf. den Kopf. Dann würfelt beide mal bitte Skill, ob ihr dem Meister nicht zu sehr wehtut, wenn ihr ihn tragt. Oh Gott. Ah, ich bin natürlich so geil. Ja, Ja, ich natürlich. bin auch mega gut ins. Achtung. Oh, Ah, vier. ihr Ich habe schafft es vier. sogar, ihn ohne größere Probleme wegzutragen. Ja, nur wohin, ne? In sein Bett, würde ich Rena hat sagen. sich, also Ja. Rena hat sich das aber vorher nicht überlegt und fragt deshalb Flora. Ja, Okay. in sein Bett. Okay, Flora. Wäre sowieso Ja. mein erster Alles klar. Gedanke. Dann liegt Muki jetzt wieder im Bett und hält sich wimmernd das Bein. Ich glaube, die Konzertreise kann ich absagen. Wahrscheinlich. Sarkastischen Kommentar da lass. Nein, ich gehe, Meister, ich gehe Ihnen etwas Kühles holen und ja, keine Ahnung. Maid-Sachen halt machen. So, wegrennen. Maid-Zeug machen. Ja, also man merkt schon, Rena, die ist noch nicht so Flora lang Maid. grinst, also grinst fies. Warum grinst du mich so an, Flora? Keine Ahnung. Und geht weg. Ja, haut ab. Whoop. Ja, Aber er okay, lässt ihn da erstmal verrecken. der Ja. Notarzt wird wenig später auch eintreffen und sich um Mugi kümmern. Wo ist unsere Auffahrt? Ach da, ja, gut. Ganz da Ich unten. kann Moment, ich zeig's nochmal für die Zuschauer. ja zum Torbogen gehen, um den Notarzt zu empfangen. Willst du Und ihn empfangen ihn. oder willst du ihn wieder wegjagen? Lieber empfangen und schön an dem Loch vorbeilotsen, dass sie das nicht sehen. Alles klar. Ja, Okay, ich dann. bin wieder, auf dem Weg zum Meister. Ich habe kühles Nass dabei. Wunderbar. Ich bin ja wieder Und nicht auf der gebe ihm Stelle. jetzt erstmal einen Wadenwickel oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was man in solchen Momenten macht, Wenn ehrlich das Bein gesagt. gebrochen ist, am besten einfach ruhig halten, bis ein Arzt da ist. Ja, siehst du mal, ich bin eine tolle Maid. Total. Aber der Notarzt verordnet Mugi dann strenge Bettruhe, macht ihm auch einen Gips. Und er darf Der war jetzt schon 3 da. Wochen sein Bett nicht verlassen. Oh Oh. mein Gott, worst case ever. Aber dann bittet er euch, passt auf, im Keller ist meine Violine, ganz hinten. Könnt ihr mir die bringen, damit ich zumindest ein wenig üben kann? Rena ignoriert den Meister total, weil sie einfach eine mega Freude hat, ihn sauber zu wischen. Rena, Rena! Ich klopf ihr so leicht gegen den Kopf. Rena, hör mir zu! So wunderschön. Ja, was?
Ich möchte, Warum? dass ihr beide, er deutet dann auch auf Flora, ihr beide in den Keller geht und meine Violine holt. Es ist eine alte Stradivari, also seid sehr, sehr vorsichtig. Okay, Meister, ich bin immer vorsichtig. Los, und ich renne in dem Moment in Flora rein. Der Und Meister massiert sich die Schläfen und seufzt. genau. Ach so, ich dachte, wir würfeln jetzt. Nö. Okay, gehen wir Nee. mal in den Keller. Moment, ich kann euch auch gerne in den Keller ziehen. Beziehungsweise ihr müsst dann, Moment, Ja. hier auf die Treppe und dann kommt ihr hier wieder raus. Also hier lang und dann Dann kommt ihr müssen wir hier wieder da lang. raus. Und genau. Ups. Ich kann mich ja beamen, das ist gut. Eigentlich Nein. nicht. Eigentlich ist das ja mit Spezialkraft, aber ja. Und mal sehen. Mal sehen, Ah was ja, passiert, stimmt. wenn ihr in den Keller kommt. Okay. Es ist ja ein ereignisreicher Tag heute, demzufolge. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ja, demzufolge, als Wirklich. ihr eine der Türen aufmacht, seht ihr Ja. euch mehreren Gorillas gegenüber, die nicht sehr fröhlich aussehen. Ja, Flora aufgrund ihrer Programmierung greift sofort zum Kampf über. Moment, ich stelle mal ein paar Gorillas auf. Ah, du hast sogar Gorillas, das ist gut. Ich habe nicht Gorillas, die Seite hat Gorillas. Also Ah. Roll 20, auch das, das sehen jetzt auch gerade die Zuschauer, bietet mir die Möglichkeit an, so Tokens bereitzustellen. Geil. Das ist so gut. Aber es war einer, Dum, oder? dum, dum. Di, 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 Ich di, di. multipliziere sie ja gerade noch. Ah, okay. So, Moment. Oh, da liegt vor allem was. Was ist denn das? Ah, verdammt. Sagen wir mal, sagen wir, es sind vier Gorillas, das sind für jeden zwei. Juhu. Also, ich darf auch was machen. Ja. Dann steht ihr jetzt diesen Gorillas gegenüber, von die sich auf die Brust trommeln und euch anscheinend angreifen wollen. Ja. Dann, ja, keine Ahnung. Ich bin. Ich würde auf meine Waffen vertrauen. Okay, also. Ich frag Flora, ob das wie in so in diesen lustigen Rollenspielen ist. Ja, Deine Band ist sie und so. ob wir erstmal Zeit haben, bevor die angreifen, genau. Moment, wartet mal kurz. Vielleicht finde ich dazu sogar was. Zu Deine Band ist sie. Zu Final Fantasy? Nein, ey. Da, 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 Das darfst da. du nicht. Warte mal. Ja, nehmen wir das mal. Spannung. Bam, bam, bam. Jetzt müsste die Musik auch gleich anfangen. Geil. Das ist ein Remix, also. Ah, okay. Dann steht ihr jetzt diesen Gorillas gegenüber. Und ich würde sagen, ihr dürft Okay, anfangen. Was macht ihr? ist das ein. Ja, ja, ich hab. Ich hab. Ich ich, ich, such. ich, ich werde meinen internen Flammenwerfer aus meinem Hintern zaubern. Okay, Rena hört ein Surren und ein Klicken und sieht, dass Flora mit einem Flammenwerfer auf einen der Gorillas zieht. Toll, du hast einen Flammenwerfer. Ich will auch einen. Woher hast du den? Hast du den hier in der Deine Villa Maidwaffe ist ein gefunden? Flammenwerfer, mit anderen Worten, du hast auch einen Flammenwerfer. Den kannst du meinetwegen Achso. sogar dabei haben. Achso. Das ist ja praktisch. Ja, Ah, dann, geil. Das habe ich natürlich gewusst. auf welches Attribut wollt ihr würfeln? Ach, kann ich dir das aussuchen? Ja, das kannst du dir aussuchen, wenn du es mir begründen kannst. Oh, okay. Ja. Auf Glück. Okay. Weil ich kann, ich, der, der ist ja an meinem Hintern befestigt und ich kann ja eigentlich gar nicht zielen. Na dann würfel mal. Der Gorilla hat natürlich auch Werte, die ich mir jetzt einfach mal spontan gebe. Okay, 9. Leider reicht das nicht. Der Gorilla verpasst dir einen ordentlichen Schlag und du nimmst zwei Ah. Stressschaden und fliegst gegen die Wand. Okay, ich bin Nein, schon nur hier hier wieder gegen. geflogen, gell? Genau. Ah, gut. Oh nein, Flora. Zwei Stress, oder wie viel AB hast du jetzt Zwei abbekommen? Schaden. Drei? Okay. Dann ist Rena dran. Ja, ich merke das gar nicht, dass Flora gerade gegen die Wand gebrettert ist, weil ich gerade nach vorne gucke und sehe, wie unglaublich hässlich diese Gorillas sind. Und zwar nicht hässlich, weil sie hässlich aussehen, sondern weil sie überall dreckig sind. Und ich habe meinen Flammenwerfer und Flammenwerfer heißt für mich Feuer, Angriff. Und Und Feuer das heißt reinigt. für mich Feuer reinigt. Denn wenn das komplett abgebrannt ist zu Asche, dann bleibt nichts mehr übrig und dann ist alles sauber. Wunderbar.
Worauf willst du deinen Angriff machen? Auf Affection. Weil du die Sauberkeit so lieb hast. Dann bitte Genau. mach es. Cool. Okay. Das ist eine 9. Jo, du schaffst es, den Gorilla in Brand zu stecken. Der ist auch ziemlich irritiert darüber. Und ergreift die Verstehen Flucht. wir. Rena ist nicht ganz so zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Sie Ich hätte will ja gern aber gehört. mehr. Ah, Oh verdammt, nein. das war mein Fehler. Sie klonen sich. Rena ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil der Affe jetzt Schmutzspuren auf dem Boden hinterlässt. Das ganze brennende Fell und so weiter, ne? Ja, es stinkt einfach da noch. Also es ist einfach Dreck mit im höchsten Niveau und das geht überhaupt nicht. Deswegen holt sie ihren Lumpen raus und putzt erstmal den Boden. Und ignoriert alles um sie herum. Okay, dann Flora. Flora sieht ein, dass die Gorilla stärker sind als sie. Und deswegen durchschlägt sie ihr internes Wikipedia und versucht sich mit Gorilla-Gestik mit den Gorillas anzufreunden. Okay, dann würfel mal Und Cunning. dann Cunning, würde ich auch sagen, Jo. genau. Rena unterdessen macht sauber. Okay, 4 mal 3. Okay, du trommelst dir auf die Es Brust, klemmt. was ein metallisches Klirren erzeugt, was die Gorillas anscheinend sehr beeindruckt, bis auf den einen, der da brennend hin und her rennt. Ja, natürlich. Aber die anderen stellen sich auf und scheinen dich zumindest interessiert zu beäugen. Sie ignorieren jetzt auch völlig Rena, die damit immer noch nicht sauber rumrennt und putzt. Okay. Aber es scheint zumindest zu funktionieren. Wenn du jetzt noch einen Affection-Wurf schaffst, hast du das Problem gelöst. Ich? Du hast Affection Ich 0, kann. richtig? Ja, das wird eh nichts. Ah, stimmt ja, verdammt, das hatte ich vergessen, das war mein Fehler als Meister. Dann sagen wir, machen wir daraus einen Skill, weil du willst ja manipulieren. Du willst ja nicht, dass sie dich wirklich mögen. Genau. Okay, machen wir Skill. Das ist gut. Und, Ah, das ist ja ein klarer du Sieg. bist Skill ohne Ende, die Gorillas nehmen Hab-8-Stellung an und salutieren vor dir. Ah, jetzt habe ich eine Armee. Aber der eine brennt doch, oder? Der, ja, Ja, der der. Brennende rennt immer noch hier rum, voller Panik und brüllt und kreischt. Sinkt dann aber auch irgendwann zusammen und ist auch nur noch ein wimmerndes Häufchen Elend. Oh. Und Rena macht auch mal noch einen Elend. Skillwurf, ob sie es schafft, sauber zu machen. Oh, ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ah! Du hast Skill 1, ne? Ja. Ja, das reicht trotzdem gerade so. Also, deine Knie sind ein ganz klein bisschen schmutzig geworden, also du solltest vielleicht gleich mal baden, aber abgesehen davon ist zumindest jetzt hier wieder einigermaßen sauber. Jetzt habe ich mich sogar schmutzig gemacht. Ich bin Müll! Okay, erstmal Flora, du kriegst 2 Punkte Affection, weil du die Gorilla-Plage eingedämmt hast, von der ich gar nicht mal wusste, dass ich Oh. sie hatte. Das ist nett. Vor allem sind die jetzt doch da. Zwei oder drei, was? Ich hab's Zwei. nämlich. Und ja, Okay. der letzte Gorilla nimmt jetzt auch Hab-8-Stellung vor dir ein. Mit anderen Worten, du hast jetzt 4 Gorillas, die jedem deiner Kommandos folgen. Wunderbar. Gut, ich sage den Gorillas, sie sollen im Wald in Stellung gehen, durch meine super Gorilla-Gestik. Alles klar, dann verschwinden sie. Das ist ein. Aber habt ihr nicht was vergessen? Ihr solltet Ach, eigentlich die die Violine Violine! holen. Oh mein Und die ist Gott! wahrscheinlich während des Kampfes Die ist verbrannt. verbrannt, Nee, die oder? Violine, die Nee. ist da hinten drin, die ist noch heil. Okay, sehr schön. Da ist die jetzt, oder? Keine Ahnung. Hier in der Ich Truhe, die ich suche. gerade anpinge. Ah. Flora schlägt vor, dass ich lieber die Violine nehme, weil du einfach ein Tollpatsch bist. Okay, du machst die Truhe auf, ich mach den Soundeffekt. Truhe öffnet sich. Gut. Da. Okay. Wir haben die schöne Stradivari gefunden. Wir haben die Stradivari gefunden. Zu viel Schmutz wegen Oh, einer Moment, Moment, ich habe dafür sogar Stradivari. was. Was? Hast du? Cool, Immerhin. Ja, also das muss. was? Wohl mal so Sehr ein gute Einlöser. Violine. Triumph. Ja, ich hatte es versehentlich auf Loop gestellt. Aber ja, dann Flora übergibt dem Meister die Stradivari. Okay. Sollen wir nicht irgendwie noch was würfeln, ob wir auf dem Weg überhaupt das schaffen? Ja, das schafft ihr so. Und was macht Rena? Rena geht sofort baden, weil sie ist Müll. Jo, wo das Bad ist, weißt du? Ja. Wunderbar. Dann. Rena zieht sich aus, Oh. ist jetzt nackt.
Ich möchte nochmal erwähnen, dass ich weiblich bin. Und ich gehe jetzt. Ich werde diesen, René, ich werde diesen Teil vorher aus dem Video ausschneiden und ohne jeden Kontext auf der Maison Manga hochladen. Ich möchte nur erwähnen, dass ich weiblich bin. Gut, sehr gut. Okay, und Flora wird zum Dank mit. Moment. Dafür, dass sie ihm die Stradivari gebracht hat. Ah, ich sollte vielleicht auch. Ich sollte auch das Kommando vielleicht richtig schreiben. Mit einem sehr schönen Spiel belohnt. Also sie kriegt ein wenig was vom Meister vorgespielt und ihre Schaltkreise vermelden, dass es von exzellenter Virtuosität ist. Oh, und jetzt kriege ich hier Stress wieder ab oder was? Ja, sagen wir mal, du regenerierst 2 Stress. Okay. Aber weil der Meister sich jetzt auch ein bisschen schmutzig fühlt. Flora, ich würde gerne baden. Kannst du mich bitte dahin geleiten? Das kannst du doch selber. Nein, natürlich kann ich das. Okay. Moment. Ich bin nackt. Ich bringe uns beide mal dahin. Okay, jetzt laufen wir zum. Ich weiß ja gar nicht, dass sie baden gegangen ist. Jetzt richtig. Und Mugi weiß das auch nicht. Demzufolge wird Mugi von ihr da hin eskortiert, macht die Tür auf und steht der nackten Rena gegenüber. Die sich erstmal überhaupt. Die das überhaupt nicht merkt, weil sie sich einfach nur freut, weil sie sauber ist. Ich bin sauber. Mugi steht da. Ich war noch nie so sauber. Augen weit geöffnet, Mund ebenfalls geöffnet mit dieser vollkommenen Wow-Geste. Nasenbluten, genau. Ja, so ein bisschen. Ich steh auf, bemerke den Meister und sag ihm einfach nur: Meister, schauen Sie mal, wie sauber ich bin. Mugi kippt mit Nasenbluten hinten über und ist bewusstlos. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage. Ja. Du hattest mich ja gerade mit 2 Affection belohnt. Ist das jetzt Favor oder Affection? Favor. Ah, gut, ja, weil Skills kann man, Attribute kann man ja nicht steigern. Kann man schon, okay. Dazu kommen wir später. Aber ja, du bekommst 2 Favor. Ja, gut, dann geht's weiter. Jetzt ist der schon wieder umgekippt, das ist ja unfassbar. Diesmal aber mit Nasenbluten. Was für ein Weichei. Ich finde, wir sollten. Mein Gott, Meister, was ist los? Was ist los? Warum bluten sie aus der Nase? Das ist Dreck. Wir sollten ihn in die Badewanne werfen, mit dem Gesicht nach unten. Und mit diesen Bleigewichten, damit er nicht vorher hochkommt. Rena fragt Flora, ob das denn ihn da von dem Dreck, von dem Schmutz befreien würde. Definitiv. Dann willigt Rena ein. Auf lange Sicht wird er auch nie wieder dreckig werden, das ist gut. Finde das immer besser. Also, Mugi fliegt ins Wasser. Wacht auf, zum Glück ist das Wasser nicht so tief, sodass er sich auf dem einen Bein, das nicht gebrochen ist, abstützen kann. Was soll das? Warum macht ihr sowas? Meister, Sie müssen sauber werden! Rena springt hinterher. Oh Gott, wie viel Favor du dafür eigentlich kriegen würdest. Du bist immer noch nackig, genau. Ja, eben deswegen. Flora steht Flora da und guckt sich das an und schüttelt einfach nur den Kopf, oder was macht sie? Und macht eine enttäuschte Geste. Verdammt. Aber leider hält auch diese Freude nicht sehr lange an. Ich liebe diesen Ereignis-Table. Denn mit einem Mal steht ein Geist hinter euch. Also hinter uns beiden. Flora sieht ihn zuerst. Da steht ein Geist, der ein bisschen aussieht wie Mugi, nur in älter und mit Schnurrbart und Monokel. Okay. Flora versucht eine Konversation anzu... Moment, hier sind sogar Geister. Stimmen. Gibt sogar Geister hier. Also, cool, was? Eine kurze Frage, ist das ein böser Geist oder ist das nur ein normaler Geist? Weil das ist wichtig. Nicht. Das könnt ihr noch nicht feststellen. Also da schwebt jetzt einfach nur ein Geist, der ein bisschen aussieht wie der Meister in Älter und guckt sich das an mit ziemlich missbilligender Miene. Oh, ein Geist. Ich winke erstmal noch. Weil man begrüßt Leute ja. Flora, wem winkst du dazu? Dem Typen hinter euch. Der Typ? Der sieht sehr nett aus. Der Meister dreht sich ganz langsam um, guckt dem Geist ins Gesicht, springt auf und obwohl er eigentlich nur ein funktionierendes Bein hat, rennt er in einem Affentempo weg. Ja, anscheinend geht es ihm ja wieder besser. Danke, Herr. Meine Schaltkreise brennt euch nicht. Mach ich mal so. Rena geht zu dem Geist hin
und fragt ihn, wie er den Heilungsprozess bei dem Meister so schnell geschafft hat, weil sie braucht ja Tipps, um Maid zu sein. Du hast ziemlich viel Selbstbewusstsein, um nackt mit Leuten zu reden. Das kann ich nicht. Und fragt den Geist dann noch, ob er mal in seinem früheren Leben Maid gewesen ist. Ich war nie eine Maid, wie Sie es nennen. Ich war von adligem Geblüt. Vielen Dank. Okay, gut, dann geht ich nicht. Dann geht sie raus, zieht sich um und sucht den Meister. Der Meister guckt Don Flora an und Sie sind ebenfalls eine Bedienstete meines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkels. Wenn ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel dieser kleine Nervenbolzen ist, ja. Dieser Nervenbolzen ist von adligem Geblüt. Mäßigen Sie Ihre Zunge bitte. Flora versucht derweil, diese komische Lebensform, was auch immer das ist, zu analysieren. Okay, Cunning. Mal sehen, was deine Sensoren melden. Okay. Jo. Und tote Lebensformen, ektoplasmisch beschaffen, höchstwahrscheinlich ein sogenannter Geist. Darüber gibt es verschiedene Aufzeichnungen auf Wikipedia und dergleichen. Geister haben die Angewohnheit, in alten Gemäuern zu spuken und Romanzen mit Frauen anzufangen, die niemals erfüllt werden, weil sie ja schon tot sind. Oh. Siehe als Referenzliteratur unter anderem The Sixth Sense. Ja. Ich versuche weiterhin mit dem Geist zu diskutieren, was er überhaupt hier will und wieso er erschienen ist. Ich bin hier, weil, sagen wir mal, ich den Lebenswandel meines Enkels mit einigem Missfallen beobachtet habe. Während ihr euch lustigerweise da redet, bin ich auf dem Weg zum Meister und merke im Vorraum zu seinem Raum, dass ich eigentlich endlich jetzt mal Zeit hätte, ein Feuerzeug zu suchen und suche in dem Vorraum Okay, nach dann einem würfel mal wieder fucking auf Luck. Feuerzeug. Ich will ein Feuerzeug, 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 Feuerzeug. Ja, das reicht. Du findest ein schönes graviertes Feuerzeug mit Widmung. Oh mein, ich habe ein Feuerzeug. Ja. Flora wird zwischendurch mit dem Geist ein bisschen langweilig und sie packt ihren internen Dematerialisierer aus, bekannt aus Ghostbusters. Was genau haben Sie damit vor? Ich wollte schon immer mal einen Geist in meiner Sammlung haben. Nichts für ungut, aber ich greife an. Okay, womit? Also mit welchem Attribut? Da würde ich mal sagen, das kann man mit Skill machen, Ja, oder? würde ich durchgehen Ja, lassen. mit Skill, weil ich bin ja damit ausgebildet. Ja, Ghostbusters. dann habe ich jetzt einen neuen Geist in meiner Jo, Sammlung. der wird eingesaugt, verschwindet mit einem Nein, aber! Und weg ist er. Du hast einen Geist Okay. absorbiert. Den kann ich jetzt auch immer gut gebrauchen. Möchtest Du du deinem Geist einen neuen Spitznamen geben? hast ein Gengar gefangen. Jetzt hast Oh, du schon Geister und Opa Mugi Gorillas. Irgendwie heißt er. du fängst gerne Dinge, die mit G anfangen. Kann das sein? Ja, das sowieso. Ich baue Jetzt mir kommen eine als nächstes Armee. Geishas. Und danach noch ein paar Gays. Ja. Ja, noch besser, die kann man immer gebrauchen. Mittlerweile gehe ich hoch und erkläre feierlich, dass das Geisterproblem gelöst ist bei Rena. Also ich bin schon beim Meister. Der Ich habe ja Meister mein liegt als Feuerzeug zitterndes gefunden. Häufchen elend unter seiner Bettdecke und wimmert. Meister, das war nur ein Geist. Nur ein Geist, sagst du? Bist du... Ah, Geister sind gruselig. Soll Aber ich ihn dazu... rausholen? Er guckt Flora ganz begeistert an. Du hast ihn bei dir? Ja, ich will ihn behalten. Behalt Darf ihn, ich mach ihn damit, mit? was du willst, aber lass ihn nie wieder raus. Lass ihn niemals wieder raus, wenn ich in der Nähe bin. Okay. Ja, was? Ach ja, Flo, du Awkward kriegst sein. wieder drei Favor, weil du Mugi vor dem Geist gerettet hast Oh, cool. und ich würde mal sagen, Rena bekommt, was sagen wir, 3 Punkte Dingens wieder, sag mal schnell. Da, 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 Spirit? 3 Punkte Spirit, Spirit? weil sie ja jetzt wieder ein Feuerzeug hat. Ist sie eigentlich immer noch Yay! nackt? Nein, ich habe mich angezogen. Ich Ah, freue gut, schon. Gut. okay. Ah, gut, habe ich nicht gehört. Ja. Jetzt ist irgendwie gerade Awkward Silence, weil. Awkward Silence. Ja. Wollen wir die Awkward Silence durchbrechen? Natürlich. Es kann ja immer noch was passieren. Und ich würde Ja, sagen, das ist auch machen. das letzte Ereignis für diese Spielrunde. Denn es ist Okay. jetzt langsam Zeit fürs Abendessen auch schon. Es war ja ein ereignisreicher Tag. Aber bevor das Abendessen Hui. angerichtet werden kann,
Na, schon okay, wieder. Ich würde sagen, das würfen wir nochmal. Nochmal wilde Tiere ist ja langweilig. Ja. Wenn jetzt noch was kommt. Ja, es klingelt an der Tür. Oh, geil. Ich geh schon. Ich bin eh als erstes dran. Ich renn zur Tür. Oh Gott, das ist so ein... Arena merkt, was für ein scheiß langer Weg das eigentlich ist, bis man da irgendwie ja. Okay, für Princess hat sie tatsächlich keinen passenden Token. Was sagt man dazu? Dann stellt euch einfach vor, dass vor der Tür eine... Dafür bastel ich auch nochmal einen Token irgendwann. Nimm nochmal einen Gorilla. Ja. Reizend. Ja, vielleicht ist es eine Gorilla-Prinzessin. Aus einem fernen Land heißt es ja, ne? Oder? Ja. Okay. Ja, vor dem Tür steht, das ist ja tatsächlich kein Gorilla, aber weil Flo so nicht gefragt hat, steht eine liebreizende junge Dame in einem Prinzessinnenkleid und ich kann garantieren, jeder stellt sich das jetzt als Gorilla im Prinzessinnenkleid von Prinzessin Peach vor oder so. Ja, genau. Ja, übel. Sie steht da jedenfalls, verzeiht, dass ich zu so später Stunde noch störe, aber ich bin die Prinzessin des weit entfernten Landes Parfait. Ich bin vor Verfolgern geflohen und ich suche Unterkunft. Waren Sie mal Maid? Sie blinzelt dich etwas irritiert an. Sie scheint mit der Frage nicht so ganz klar zu kommen. Nein, ich bin eine Prinzessin. Warum fragt ihr? Flora stößt langsam dazu. Ja, auch nur so. Was wollen Sie denn hier? Ich suche einfach nur, sie guckt dich mit tränenumflorten großen Augen an. Ich suche einfach nur einen Ort, wo ich eine Nacht, vielleicht auch zwei, verbringen kann, bis ich mich wieder einigermaßen gefangen habe. Der Meister hat aber zu uns gesagt, dass nur wir zwei hier übernachten dürfen. Alle anderen müssen draußen schlafen. Ich sage, dass das die älteste Masche ist und das habe ich bei Akte 03 mal gesehen und dass wir das lieber nicht machen sollten. Würfeln wir mal für die Dame? Sie ist bestimmt ein Trickbetrüger. Auf was sind wir würfeln? Ich würfel mal. Achso, okay. Sie ist in Wahrheit ein Gorilla. Nein, sie guckt euch wieder mit diesen großen tränenumflorten Augen an und weil sie Affection auf ganze 4 hat... Könnt ihr da einfach nicht widerstehen? Okay. Ja, okay. Ja. Ihr könnt einfach nicht anders. Ihr wollt diesem armen Mädchen helfen. Sie sehen zwar aus wie ein Gorilla, aber kommen Sie rein. Sie sehen nicht aus wie ein Gorilla, verdammt. Ich hätte diesen Token nicht nehmen sollen. Das ist nur ein Platzhalter. Ja. So. Wir laufen uns jetzt auch hinterher. Das ist so awkward. Sollten wir nicht einfach mal den Meister erstmal fragen? Es tut mir leid, aber es ist so hässlich. Das hier übrigens, wo ich gerade anpinge, das ist eine Statue, die zu Ehren des Meisters errichtet wurde. Sie zeigt den Meister in heldenhafter Pose mit seiner Violina. Nackt? Ja. Nein. Ja, meine verehrte Dame, das ist unser Meister. Er sieht sehr beeindruckend aus. Ach so. Wie Sie sehen, ist er aus Stein. Ja, sie folgt Rena, mit Flora scheint sie irgendwie nicht so ganz warm zu werden. Okay, warte mal, Rena steht gerade auf dem Kopf. So. Okay. Bitte folgen Sie mir, der Meister wird alles weitere klären. Warte mal. Ich würde sagen, wir gehen. Wir laufen einfach. Sind beim Meister. Okay. Passt schon. Der Gorilla warpt sich mit. Weißt du, da ist ein Gorilla in ihrem... Oh. Sieh doch. Entschuldigung, das macht mich fertig. Ja, so läuft das bei Pen and Paper. Solche Sachen verselbstständigen sich sehr schnell. Aber ja, long story short, der Meister erlaubt es der Prinzessin, großmütig wie er ist, bei seinen Mates zu schlafen. Was? Nein, nicht bei sich im Bett. In unserem Zimmer? In unserem Zimmer? Ja, in eurem Zimmer. Da ist noch ein drittes Bett, wenn ihr mal geguckt habt. Wir hätten sie niemals reinlassen sollen. Bevor sie, Rena geht zur Prinzessin, bevor sie schlafen gehen, werde ich da nochmal sauber machen. Und geht sauber machen. Okay, dann Flora, du wirst das, ordert der Meister. Flora, du wirst so lange das Abendessen vorbereiten. Okay. Dann ja, würfelt mal beide wieder auf Skill, ob ihr das sauber kriegt, beziehungsweise ob ihr das Essen gut hinbekommt. Wow, René kriegt es so sauber. Wenn ich ein Abführmittel reinmischen will. Das zählt dann auch unter Skill, damit es keiner schmeckt. Es sei denn, du willst, dass die Leute es schmecken. Die Prinzessin jedenfalls ist ganz beeindruckt, René, von deinen Künsten. So sauber war es noch nicht mal im Palast. Und du kochst und Flora kocht eine wunderbare Mahlzeit, die nach Ambrosia und dem Besten auf der ganzen Welt schmeckt. Aber mit Abführmittel versetzt ist, dass man nicht schmeckt.
Als du gerade Palast erwähnt hast, musste ich mir aus Dschungelbuch den Palast von King Louis Also sauberer als der ist es definitiv. Tja, dann verbringen die Prinzessin, Mugi und Rena den Rest des Abends auf der Toilette. Was? Was, warum? Weil, ja, hast du jetzt wirklich Abführmittel reingemischt, Flo? Ja, Natürlich. siehst du, deswegen. Oh Ich Mann, hatte kein stärkeres Gift zur Hand. So, Moment, die Prinzessin ist natürlich ganz prinzessinnenhaft und flüchtet sich hierhin. Aber das ist echt zu geil. Ja, und damit ist ein Tag in der Maison Manga vorbei. Voller Gorillas, Prinzessinnen, die aussehen wie Gorillas und Laster, die Leute aus unerfindlichen Gründen in ihrem eigenen Haus überfahren. Geil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das gilt jetzt sowohl für René und Flo als auch für die Zuschauer. Definitiv. Wenn es gut ankam, können wir ja noch einmal einen Tag in der Maison Manga ausspielen bei Zeiten. Danke fürs Auf jeden Zuschauen Fall. und Danke, danke auf jeden Fall. Danke auch dir, danke Henry, auch für für danke euch diese natürlich auch fürs schöne. Mitspielen. Hat doch gut funktioniert. Übel, auf jeden Fall. Und auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Bis dahin, danke und Jo. ciao, ciao. Tschö.